scheint auch hier noch andere Märchen oder eher gesagt, naja, Disney-Figuren, sage ich jetzt mal. Obwohl das nichts hier mit Disney zu tun hat, denke ich mal. Weil Cinderella, ja, wer es kennt, den Disney-Film, Pinocchio auch. Vielleicht treffen wir noch hier Schneewittchen oder so, wer weiß alles. Oh, ich habe gerade so leise lachen. Oh, Zeit ist etwas schon voraus. So, dann mache ich mal hier einen Cut mal und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Hier ist wieder Vladimir LP. Im letzten Part haben wir dieses Monster hier. Also da, wir haben erst einen Jungen gesehen, das durch den Busch gekrabbelt ist. Wir sind dann hier beim Monster aufgetaucht, haben es erfolgreich verjagt und wir haben Pinocchio kennengelernt. Ja, er will uns nämlich auch, wir können hier in den Ruinen in die Spiegelwelt gehen. Was? Die Katze schwingt ihren, was schwingt ihren Regenschwanz durch die Luft und lockt die Mäuse an. Moment, Mäuse. Ach schade, es funktioniert nicht. Huh. Rote Augen. Sieht nicht sehr gut aus. Was kriegen wir hier? Eine Göttinnenfigur. Aha. Schade, dass wir die nicht mit der Maus hier so ein bisschen hier so verscheuchen konnten. Aber naja, Versuch was wert, ja. Was brauchen wir denn eigentlich alles noch? So eine Perle brauchen wir auch noch. Die habe ich hier gesehen, das war einfach. So, ah, okay, das ist also die Figur hier dann. Ein Teil fehlt noch und die ist da. Das ist also... Ach, sieht doch recht süß aus. Das ist bestimmt hier. Ich würde schon sagen, die Zwischen hier. Naja, Cäsar eher nicht, aber irgendwas königlich wird es schon gewesen sein. Also, das war das hier, okay. Den Flügel noch und. Was ist denn das für. So, tut mir leid, es war wieder eine kurze Unterbrechung wieder mal. Wie es bei mir so ist, ja. Ja, ich wohne nicht alleine hier, ich wohne auch zu Hause mit meinen Eltern und Bruder, Schwester hier. Und das ist etwas sehr blöde, auch hier. Und ich mag das nicht, wenn die reinkommt durch die Tür, dann... Ich kann zwar Ton ausmachen, aber... Ich drücke immer hier auf Beenden, als das besser ist. Was wollte ich jetzt noch suchen? Ach ja... Da ist es doch. Aha. Ach, die guckt sich wieder mal irgendwas an hier, ne? Gegenstand. Was haben wir hier? Eine Göttin und eine Stiefmutter. Was müssen wir denn hier einfügen? Diese geflügelte Dame fehlt ihr Blasinstrument. Diese geflügelte Dame fehlt ihr Schlaginstrument. Aha. Das wird hier sowas sein hier, was hier Thaddäus hat, hier so eine Klarinette. Und sie, so hier, wie hießen die hier? Oh, hier, wo man hier so schlägt und dann hier auch so. Oh Gott, ich komme wieder auf den Namen, ey. Wenn man so schlägt, dann macht man hier so ein. Oh Gott, ey. Ich weiß es wirklich nicht hier. Ja. Gut, ist das Schlaginstrument? Keine Ahnung. Da ist Pinocchio wieder und. Was war das jetzt hier? Man sagt, dass Stiefmutter von der Göttin der Hofdame auserwählt wurde, um die Damen reiner Herzens zu beschützen. Stiefmutter und die Göttinnen. Bitte was? Drücke auf die Knöpfe, um die kostümierte Puppen auf die richtige Region der Kotte zu setzen.
Ach du Scheiße. Okay. Gott, ey. Das sieht eher... Ah, okay. Sie würde ich hier... Ah, das ist richtig. Okay, das war schon mal richtig. Das ist ja so indianermäßig stand hier. Afrika, Afrika, was könnte Afrika sein? Afrika, das könnte... Nee, die war es nicht. Nee, ist die Afrika? Nee. Das wird eher so ein bisschen Ägypten sein hier. Da passt die ja jetzt hier bestimmt hin. Und? Jawohl. So. Da fehlt aber noch Südamerika. Also, wo ist sie denn? Sie ist Nord, sie ist Ägypten. Sie würde ich eher so in den Indisch, also hier Indien, hier so China, Japan. Also hier China, Japan, die so Indien hier. Sie könnte Südamerika sein, das probiere ich mal aus. Ja, ihr seht das nicht, wie ich mit den Fingern hier so blub blub blub. Ach, da wird sie vielleicht. Ach, die hab ich doch gesagt, ich hab. Oh, die hab ich doch gesagt, Japan oder so. Da wird aber sie vielleicht, ja. Jawohl. Und sie ist hier europamäßig gekleidet. Puh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich krieg ich es irgendwie hin, das war falsch. Sie ist Indien. Das ist schon mal schön. Ja, schön gerade nicht, aber. Wer war das? Wer war jetzt hier noch? Sie war noch Nordamerika. Ja, sie ist Indien, das weiß ich. Ach, sie ist Ägypten. Sekunde. Ich hab's gleich. So. Oh nein. Und noch einmal. So, zack. Aber sie muss auch noch dahin. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wir machen es mal anders. Das drehen wir mal so. Gott, ey, wie mache ich das jetzt hier? Ja, sie ist da. Und sie ist jetzt auch dort. Sie muss hier hin. Sie. So, zack. So, dann ist die da, die da. Dann muss ich nur hier drehen. Und... Tada! Fertig! Wow, das war jetzt etwas genial, muss ich sagen. Zeit haben wir noch, okay. Was haben wir jetzt hier? Verzauberte Träne und alle Parabler-Juwelen gefunden. Naja, Parabler freigeschaltet. Ah! Die letzte Cinderella. Ja, tatsächlich. Wie in dem ersten Jahr. Die gute Fee hier. Das ist ja der hier. Dieser hier. Diener hier. Nee, nicht Diener, nicht hier. Oh, wie hieß der? Irgendwie so ein Untergeordneter vom König hier. Irgendwie da die böse Stiefmutter hier. Und die Cinderella. Was there was once a girl who was a Cinderella. A maiden who retains her pure heart despite the hardships she bears. Now this girl never knew her mother, and her father and stepmother died when she was young. She was left at the mercy of her uncle, who forced the girl and her stepsister to work as unpaid servants. Kinderarbeit. One day news came that a ball was being held in the mysterious mansion on the mountain. Both girls wished to go to the ball. But they had no clothes to wear.
Fortunately, an old lady gifted them each a ball gown and a pair of glass slippers. Naja, eine alte Frau, eher eine gute Fee eigentlich. Their uncle saw the girl's new dress and confiscated it, as he desired to sell the dress for money. Her stepsister managed to hide her own dress, and she helped the girl make over an old dress for the ball. Ja, also wenn das hier, wenn jemand den Film hier Cinderella kennt hier, dann wäre es ja vielleicht hier. Hier ist es ein bisschen anders, muss ich sagen, aber es ist ein bisschen, naja, Disney. The girls greatly enjoyed themselves at the ball. However, at midnight, tragedy struck. The girl's stepsister was transformed into glass. Determined to return her stepsister to normal, the girl bravely sneaked back into the mansion to look for clues. Interessante Geschichte, muss ich sagen. Bisschen anders als hier der Disney-Film, aber schöne Geschichte. So, hier haben wir die Stiefmutter. Ah, hier macht sie ihr Kleid, also sozusagen. Da fehlt uns noch die Schere. Dann hier eine Nähmaschine. Geil. Oh, süß. Das ist Pinocchio. Oh, süß. Ui, die Hofdame der Göttin. Da fehlen noch 3 Kronen. Gott, ey, die Frisuren. Und der verbotene Hain. Da fehlt noch der Kürbis und da fehlt noch was. Ja. Was haben wir hier? Die erste Cinderella. Vervollständige den Cinderella-Schrank. Ach ja, die Prinzessin und der Froschkönig. Ah, okay. Einmal das und einmal das. Und das ist hier. Aha, interessant. Und das ist der Schrank. Ah, hier ist Ella Bloom oder Blom. Die erste Cinderella. Ui, europäisches Diadem. Nett. Also wir noch die Glasschuhe und so alles. Nett, muss ich sagen. Also wir haben Kleidung der Königlichen. Also Sammlung eher. Und wir haben Sammlung der Europäischen. Hier ist schon wieder die Dings gewesen. Und hier ist Pinocchio und zeigt uns im Spiegel. Wir haben eine Aufgabe. Aktiviere das Spiegelportal, um in die Spiegelwelt zu gelangen. Gläserne Schuhe. Oh, ein Eichhörnchen. Diese Blumenkugel hängt außerhalb der Reichweite. Und ein süßes Eichhörnchen. Aus der Reichweite haben wir nichts hier. Was sind hier? Verzauberte Träne, gesegneter Kelch. Ein Glasschuh. Gott, ey. Der Spiegel ist schmutzig, er muss gereinigt werden, bevor man ihn benutzen kann. Ja, mach hier mal mit einem Fächer hier. Macht mal vielleicht ein bisschen Wind hier. Was ist hier? Die meisten Teile des alten Theaters sind noch inaktiv. Wenn man das Alter des Theaters bedenkt, ist dies wirklich erstaunlich.